Herzlich willkommen. Top-Programm heute Abend. Schon wieder. Zum 11. Mal in dieser Woche. Sensationsprogramm. Und vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich sage es für alles politische Interessierten, unser Kanzlerkandidat, der Herausforderer Edmund Stoiber, war zu Besuch in Moskau, um sich dort schon mal vorzustellen. Man weiß ja nie, ob man es brauchen kann. Wladimir Putin hat ihn 2 Stunden empfangen und, glaube ich, auch 10 Minuten mit ihm gesprochen. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen, denn das Interessante ist ja, Russland ist gerade dabei, die Privatwirtschaft aufzubauen, während wir sie gerade erfolgreich abbauen. Und falls Sie bisher traurig waren, weil Sie Telekom-Aktien hatten, herzlich willkommen heute, meine lieben SAP-Aktionäre. Sie können das noch nicht wissen hier im Studio, aber wenn Sie, wer hat SAP-Aktien? 20% innerhalb einer halben Stunde heute. Yeah! Wow! Ich frage mich, ob der Besitzer jetzt seine Yacht verkaufen muss. Ich habe sie neulich gesagt, wie hieß es? Morning Glory. Morning Glory, das ist die Yacht. Und es kann natürlich sein, dass man da ein bisschen den Mast verkürzen muss oder so, wenn das finanziell nicht mehr läuft. Aber es geht auch wieder hoch. Nicht jetzt einsteigen. Ja? Sie kennen den alten Satz, never catch a falling knife. Wenn Sie noch Geld haben, die Werbeindustrie geht jetzt verstärkt in diese Ethno-Bereiche. Wissen alles, was das ist? Hallo! Das heißt zum Beispiel, deutsch-türkische Mitbürger werden verstärkt durch die Werbung angesprochen. In Zukunft. Ist ja auch klar, sind, glaube ich, über 2,5 Millionen kaufkräftige Herrschaften. Nokia bringt jetzt zum Beispiel ein Handy raus mit einer speziellen Ü-Taste. Und im Gegenzug möchte sich Aldi verstärkt um deutsche Kunden bemühen. Helmut Zerret and the Funny Boys! Heute Abend, meine Damen und Herren, ein absoluter Topstar bei uns zu Gast, eine Ikone. Man merkt es, die Zuschauer sind voller fiebriger Erwartung. Das ist es. Es tangiert schon den Bereich des Gelähmten. Ja. Weil sie alle sitzen da mit ihren Platten auf den Schoß und so. Heute Morgen bin ich schon gefragt worden, Herr Schmidt, ich werde ja bestimmt nicht an Herrn Bowie rankommen. Können Sie mir ein Autogramm bringen? Und das habe ich gesagt? Nein! Ich werde bestimmt nicht an Herrn Bowie rankommen. Richtig. Immerhin eine realistische Selbsteinschätzung. Genau. Ja? Um 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens hier mit dem Rucksack draußen gesessen. Ach so, keine Mitarbeiter. Nein, keine Mitarbeiter. Ja, aber wieso soll eine Mitarbeiterin Herr Schmidt zu mir sagen? Was? Harald. Wir sind doch hier alle on first names. Das ist seine neue Platte. Er wird hier live spielen, meine Damen und Herren. Mit 50.000 Kilo Gepäck ist er heute Mittag hier mit 2 Reisetaschen angekommen im kleinen Bus. Elektrische Gitarren. Einige Bandmitglieder haben lange Haare. Ich sage das für unsere ältere Kundschaft, die so etwas nicht mehr gerne sehen. Und das Tolle ist, er ist zurückgekommen. Er lebt in Amerika mit der QE2, mit der Queen Elizabeth II. Mit dem Schiff. 5 Tage nach Southampton. Das ist das aktuelle Album, meine Damen und Herren. Heathen. Heute Abend bei uns David Bowie. Danke. Und er wird hier live singen. Ja. Die Nummer. Everybody says hi. Er wird sich aber auch mit dir unterhalten. Er wird sich mit mir unterhalten, selbstverständlich. Hi Sven. Hi. Danke Sven. Natürlich, er wird erzählen, wie es war auf dem Schiff. Ja. Und seine kleine Tochter. Ja. Und natürlich auch seine Zeit mit Iggy Pop im alten rostigen Mercedes durch Berlin. Wilde Zeiten. Ja, denn Iggy Pop war auch schon zweimal bei uns, Sie werden sich erinnern, zum ersten Mal in einer durchsichtigen Kunststoffhose ohne Unterwäsche. Noch heute werden Frauen bewusstlos, wenn ich nur Iggy Pop sage. Bei uns. Iggy Pop. Die Welt bei uns zu Gast in unserer kleinen Hütte. Yes. Warum? Weil es politisch aufwärts geht, meine Damen und Herren. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Was heute besonders interessant ist, denn heute sind natürlich 99% wegen David Bowie hier. Ja. Eigentlich 120% heute wegen David Bowie hier. Wahlberechtigt heute 239, gültige Stimmen 207, Wahlbeteiligung 86,6%. Das ist... Bowie-Fans scheinen eher nicht zur Wahl zu gehen. Naja, ist aber auch nicht schlecht. Sie schaffen es vielleicht auch nicht mehr, kräftemäßig.
Ich meine nicht wegen des Alters, denn David Bowie, man glaubt es nicht, dermaßen fit. Absolut. Absolut. Und man hat schon immer, unser Eins kennt ihn ja nur von sich platt drücken, die Fenster, die Nasen an den Fenstern der Plattengeschäften, ja, und Video und so weiter. Aber wenn man ihn hier sieht, ja, absolut trainiert, fit, super coole Ausstrahlung, das ganze Team sofort begeistert. Klar. Frauen, die schon seit langem nicht mehr reagieren hier bei uns im Team, torkeln durch die Gänge. Und er hat sich die Haare geföhnt vor dem Auftritt. Ich hab's gehört. Er sitzt in der Garderobe neben mir. Ich lag so mit dem Ohr an der Wand. Ich hab's gerauscht. Und einmal gegen das Handy. Ich habe Hi, war das Einzige, was ich verstanden habe. Vielleicht ist auch noch mal sein Text durchgegangen von der Platte. Ja. Hi, ich habe gehört. Ande. 86,6%, meine Damen und Herren. CDU, CSU 26,1%. SPD 33,3%. Grüne 19,3%. FDP 14,5 und PDS 6,8. Was ist das denn für ein Ergebnis? Das hieß ja... Rot-Grün. Ja. Bowie-Fans sind Rot-Grün. Bowie-Fans sind Rot-Grün. Ja. Also ein sensationell schlechtes Ergebnis für die FDP. Ja, das ist ja grausam. Ja, halbiert. Also unter 30% ist ja schon schlecht für die. Ja, selbstverständlich, das ist so. Ja. Sehr, sehr interessant. Wenn das Müntefering hört, ruft er heute noch an, wegen Wahlkampfauftritt. Na klar. Ja. Peter Struck, Präsenz. We are happy to present in der Ortsverein. David Bowie. Das ist ein Wahlergebnis, unglaublich. Rot-Grün, aber vielleicht auch mehr die Grünen. I will ask Mr. Bowie afterwards in my special talk to him. Yes, do it, please. Do you know the Green Party? Yes. What do you think about the Green? The Greens. The Greens. The Greens. The Greens. Yes. In USA, the Ralph Nader parties. The Ralph Nader parties. Yes. Yes. I heard a joke when I traveled to my first Stühleaustausch. Yes. Top 10 things that were different if Ralph Nader never had lived. Aha. New York taxis were the same. Da haben sich die Amis weggeschmissen, echt? Hab ich jetzt auch nicht kapiert. Hä? Hab ich auch nicht kapiert. Du hast Ralph Nader ins Gespräch gebracht. Du hast Ralph Nader ins Gespräch gebracht. Und sein, ja. Ja, und wer ist der große Gegner von Ralph Nader? Die Autoindustrie. Ach so, ja, klar. Er verbessert alles, mehr Sicherheit und so weiter. Ja? Und für die New York Taxi hätte sich nichts geändert, je nachdem, weißt du? Aber das würde jetzt zu weit führen. Riesengag, ja. So, ein absoluter Brüller. Wer war George Nader? Moment. Also entweder ein amerikanischer Präsident, so ein Unbekannter. Schauspieler, der einzige James Bond. Jerry Cotton. Okay. Jerry Cotton. Das wusste aber Helmut. Jerry Cotton. Helmut wusste. Spiel doch gerade mal die Titelmelodie von Jerry Cotton, Helmut. Ach du Scheiße. Dear final curtain. Ich glaube, dass ich nachher für Herrn Bowie My Way singen werde. Das kennt er von der QE2. I'd like to sing a song for you. Ihr könnt auch Duett singen. Bitte? Duett singen. Ich glaube, ich kann den Text nicht. Ach so, okay. So. Ho, 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 ho. Ich werde ihn fragen. Was heißt der Text? Der Text? Das heißt nicht der Text. Do you know the words? The lyrics. The lyrics. Sagt man the lyrics? Bitte? Text geht auch. Text geht auch. Ja, Text ist auch. Text, eigentlich. Lyrics. Lyrics, the lyrics, words, aber words. Ist the words. Words don't come easy. Which beer do you drink today to help the German brewery industry yes, on the legs again? Do you know the nickname? Of who? Of Eric Zabel. Eric Zabel. Ah, nee, das war der Grüne? Nee. Ette. Ette, genau. Ette? Ette. Wieso denn Ette? Ette. Er heißt Ette. Und Ette. Deswegen trinke ich ein Ettaler Dunkel, damit er hat heute knapp sein grünes Trikot verteidigt. Ja. Und für Ette trinke ich ein Ettaler. Toll, ne? Eric Zabel, unser Mann, den wir auch auf den Champs-Élysées, wie wir Tourfans sagen, in grün sehen wollen. So, meine Damen und Herren, der deutsche Fußball gut wie nie.
Das Team von Herrn Bowie reiste schon früher ab aus Südkorea. Wir Vize-Weltmeister, sage ich mal, alle, die sich sonst nur für Tischtennis interessieren. Und es kommt jetzt eine tolle Aktion. Wir unterstützen den deutschen Fußball auf dem Weg zum Titelgewinn 2004 Europameisterschaft, 2006 Weltmeisterschaft. Hier ist unsere Aktion Projekt 0406. Helmut! Projekt 0406. Projekt 0406. It in my way. Now the end is near, and so I face my final curtain. Viele, das passt, Final Curtain. Viele werden ja sich fragen, werde ich noch leben, wenn die WM 2006 ist? Das ist der Punkt. Oder wie werde ich dann aussehen? Oder wie sehen unsere Idole aus? Denn das Tolle ist ja, unsere Mannschaft ist so jung. Metzelder, Frings, Schneider, alle Anfang 20. Sie sind natürlich die Leistungsträger dann 2006 in Deutschland. Aber wie werden sie aussehen? Wie werden sie aussehen? Und können wir technisch mit Zusammenarbeit mit einem Genlabor zeigen. Wer ist der Erste, den wir zeigen können? Wir zeigen zuerst Olli Kahn. Olli Kahn, ja, heute so in seinem Urlaub zurzeit in einem engen Tigerhöschen, habe ich ihn gesehen, auf Sardinien. Echt? Ja, abgeschossen in einen Illustrierten. 2006. Der nächste Spieler, bei dem wir in die Zukunft schauen können, ist Carsten Ramelow. Heute noch Kess mit Ring im Ohr, 2004 und 2006. Das ist aber stark gealtert, oder? Für 6 Jahre. Dann der Teamchef, meine Damen und Herren. So sieht er heute aus, Sie brauchen nur nicht lachen. Ja? So sieht er heute aus, unser Vize-Weltmeister und 2006. Eigentlich geiler. Sieht eigentlich geiler aus als heute, finde ich. Er sieht aus wie Sean Connery nach so einer Weight Watcher-Behandlung. Oder? Ja, sieht gut aus. Sieht eigentlich irgendwie interessanter. Charismatischer aus als heute. Und diese, ja. Ja, dann einer der Leistungsträger schon bei dieser WM, aber mit Sicherheit bei der nächsten. Gerald Asamoah. Hat auch gewonnen, finde ich. Auch findest du? Ja, das geht schon in den Bereich Kofi Annan, finde ich. Oder? Und ich habe gelesen, vor allem spanische Frauen stehen auf ihn, auf unseren nächsten Kandidaten. Sie sind völlig verrückt nach Michael the Body Ballack. Heute noch jung, straff und ein Tier. Was macht die Zeit aus ihm? Auch er hat sich verbessert. Auch er hat sich verbessert. Das war für heute unser Projekt 0406. Helmut! Projekt 0406. Projekt 0406. Projekt 0406. So, dann tragen wir schnell mal ins Klassenbuch ein. Alle sind wieder da. Ist das richtig? Nein, Kiyoko ist krank. Oh, Kiyoko ist krank. Und gerade heute, wo David Bowie hier ist. 11.7. Kiyoko. Und ich meine es ganz, absolut mega cool. Mr. Bowie in the house. Sagt man so, glaube ich. Klar. Im Land von Ralph Nader. Top 10 things that were different if Ralph Nader had never lived. Du wolltest dir noch was vormerken. Was? Oh.
Das ist, weil wir so viel zu tun haben. Ja. Weil wir jeden Tag hier eine Top-Show nach der anderen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Trag es bitte in unser... Haben wir nicht so ein Notebook oder sowas, wo wir die ganz wichtigen Termine eingetragen haben? Du kannst es aber auch ins Klassenbuch eintragen. Da werden ja auch schon die wichtigen Termine nach den Sommerferien immer vermerkt. Klassenfahrten. Wo trage ich das denn? Aber ich weiß ja nicht, wann hier das Datum ist. Die Wochen sind oben schon eingetragen. Guck die mal. Wochen sind oben schon eingetragen. Da brauche ich jetzt Sonnabend, den 5. Oktober. Das ist ganz wichtig. Deutscher Fernsehpreis. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir wissen nicht, ob wir wieder nominiert sind oder ob wir wieder gewinnen. Das entscheidet die Jury. Na, nominiert mit Sicherheit. Wieso? Die Konkurrenz ist hart. Echt? Sehr, sehr hart. Die Konkurrenz wird immer härter, die Kategorien werden immer härter. Stimmt. Deutscher Fernsehpreis, ganz wichtig, am 5. Oktober, moderiert von Dirk Bach und Sandra Maischberger. Tolle Kombination. Ja. Ja. Dirk Bach und Sandra Maischberger, das ist für Sie vielleicht auch zu Hause mal interessant zu wissen. Der Fernsehpreis wird ja von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 ProSieben wechselnd veranstaltet. Und diesmal ist der Ausrichter der WDR. Letztes Mal war der Ausrichter Sat.1. Richtig. Deswegen moderiert unsere lieben Freunde Anke Engelke und Harpe Kerkeling. Hervorragend gemacht, ja, weil sie Protagonisten von Sat.1 sind. Der WDR schickt seine Protagonisten Sandra Maischberger und Dirk Bach. Das schreibe ich hier schon mal rein. 5.10. Ja, bitte. Hoffentlich kriegen wir wieder Karten ganz vorne. Klar. Ich saß jetzt 4-mal in Reihe 1 beim Fernsehpreis. Ich möchte nicht irgendwo hinten sitzen beim ZDF-Nachmittag oder Gottes so. Willen. Oder letztes Mal, da saßen doch Ulla Kockenbrink saß vor dem Zelt. Echt? Ja, mit Helmut da draußen, oder? Wie war das denn? Da gab es doch so eine fast menschenunwürdige Einteilung in blaue Kerzchen, rote Kerzchen, gelbe Kerzchen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Ich war auf den billigen Plätzen. Du saßt draußen? Ich saß ja nicht so richtig draußen, aber weit hinten. Ja. Mhm. Ja, es gibt da absolut menschenunwürdige Zustände. Ja, ich finde auch. Das ist doch, wir sind doch alle eine große Familie. Ja, eben. Ja. So, 5.10.02 Deutscher Fernsehpreis. Ich habe ausgerechnet, dass wir, wenn wir Glück haben, sind wir 10-mal nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Beste Show, beste Moderation, ja. Beste Redaktion, ja. Beste Co-Moderation, ja. Beste Band, ja. Bester Bandleader, ja. Beste Produktion, ja. Beste Talks mit ausländischen Gästen, klar. Beste Witze, wenn gar nichts zu lachen ist, ja. Und geilstes Team überhaupt. Ja, absolut. Ja, das müssten 10 Nominierungen sein. Vielleicht lädt man mich auch wieder ein, dass ich wieder eine überreichen darf. Ah, mit Sicherheit. Letztes Mal habe ich doch diese beiden Nachwuchsschauspielerinnen ehren dürfen. Das war aber sehr rührend. Das kam sehr rührend an, weil das war menschlich. Es war eine Seite, die man bisher nicht von mir kannte. Ja, ja. Eine gewisse Wärme, eine gewisse Herzlichkeit. Und alle sagten, es sah süß aus, wie ich da oben stand, ich so lang und dann diese beiden jungen Schauspielerinnen und so. Und man muss natürlich auch die richtigen ehren. Es bringt natürlich nichts, wenn du einen alten Polizausel auszeichnest oder was. Da kommst du auch nicht in die Zeitung, wenn du fotografiert wirst. Du musst schon entweder was Frisches, Knackiges oder in so einer besonders bedeutenden, für das Lebenswerk oder so. Hast du sehr, sehr gut gemacht, Harald. Wo? Ja, auf dieser Verleihung. Ich konntest das du das sehen hinter der Pflanze, wo du saßt? Obwohl, das war ein Witz. Ich habe genau hinter dir gesessen. Du saßt genau hinter mir, Reihe 2, mit immerhin Abteilungsleitern von Viva. Die saßen noch hinter dir. Wollte ich aber auch sagen. Ja, die saßen Kerner saß auch hinter mir. Wer? Kerner saß auch hinter mir. Hat Kerner nicht moderiert? Nein, du hast doch gerade gesagt. Ah, nein, das war ja die Jahre zuvor, das war ja diese 4, das war auch nicht schlecht. Kerner, Kai Pflaume, Gabi Bauer und wir waren der 4. Kai Pflaume war dabei? Kai Pflaume, Kerner, Gabi Bauer. Was soll denn das gewesen sein? Eine 4er-Moderation. Echt? Ja. Aha. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein. Ja, ja. Da war ich aber auch nicht dabei. Doch. Nein. Also ich bin jetzt das vierte Jahr in Reihe 1. Bei mir ist der Fernsehpreis wie früher auf Mallorca die Liegestühle. Ja? Ich bin jetzt zum 15. Mal da. Ich war zuerst Reihe 15, jetzt liege ich Reihe 3. Weißt? Ich trinke nur Cola-Schuss. Wenn ich an die Strandbar komme, zu mir sagt der Barkeeper, der stellt mir zwei Flaschen nach und sagt, Senior, mixen Sie selbst. Ich gehe auch beim Fernsehpreis um 10 Uhr morgens hin, lege ein Handtuch auf meinen Sitz. 5. Oktober. Wir haben natürlich gute Karten, die Fernsehpreise wieder zu gewinnen, weil Josef Ballerstaller mit in der Vorbereitung ist. Also, das geht natürlich seriös zu, aber man hat da natürlich so eine gewisse
wie in Hollywood, wo ja auch die Firmen Millionen ausgeben, um zu plakatieren. Bereitet er schon wieder vorher für Sat.1 vorbereitet? Er ist auch Sat.1-Redakteur. Ja, aber das ist ja eine überparteiliche, wie nennt man das, eine übersenderige Kommission, die das macht. Am 5. Oktober moderiert von Dirk Bach und Sandra Maischberger. Das habe ich fast verwechselt mit dem Deutschen Fernsehpreis, denn den hat ja Dirk Bach moderiert mit vor zwei Wochen von Sat.1. Der Deutsche Filmpreis. Caroline Beil und Dirk Bach. Da war der Deutsche Filmpreis. Und Deutscher Fernsehpreis ist Dirk Bach und Sandra Maischberger. Yes. Yes. So, jetzt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal das hier an. Was könnte das sein? Hm? Gut, das ist eine Landkarte, das ist schon mal richtig. Der Urlaub steht vor der Tür, um alle eine Floskel zu vermeiden. Und der neue Trend, auch aufgrund natürlich SAP und Telekom, ist Urlaub in Deutschland. Man redet sich das eigene Land wieder schön, aber es muss gar nicht schön geredet werden. Deutschland ist schön. Absolut. Seit Jahren mache ich Urlaub in Deutschland. Nordseeinseln, Schwarzwald, Sauerland, Ahrtal, aber nur oben, auf deine Empfehlung. Klar. Du hast gesagt, Ahrtal ist nur oben gut. Natürlich. Unten ist zu voll, aber oben ein Traum. Wunderbar. Das sind Fähnchen. Wo machen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaub? Wir haben zuerst die Europakarte. Ja. Wir haben zuerst die Europakarte. Hier muss ich gar nichts mehr neu stecken, oder? Alles schon gesteckt. Du kannst noch die vereinzelten Länder. Es macht zum Beispiel auch einer in Tschechien Urlaub. Das sind jetzt die Länder, wo mehrere Mitarbeiter Urlaub machen. Wo sind die Fähnchen, die ich noch stecke? Ah, hier sind sie ja, die Fähnchen. So, die rosa für die Damen und die blauen für die Herren. 32 unserer Mitarbeiter, das ist im Grunde ein Drittel. Ja. Macht Urlaub in Deutschland, 24 Männer und 8 Frauen Urlaub in Deutschland. Das zweite Land ist Frankreich. Frankreich. Ganz klar. 8 Damen und Herren, 6 Männer, 2 Frauen machen Urlaub in Frankreich. Sind das auch die präzisen Urlaubsziele, wo die in Frankreich nicht hinfahren? Nicht ganz. Also 2 fahren nach Lacanau-Ossion. Das ist unser Schlagzeuger, Monsieur Antoine. Und noch jemand? Weiß man das? Ist natürlich streng anonym. Ist streng anonym. Aber man würde schon gerne wissen eigentlich. Ist aber ein Mann. Ist ein Mann. Ja. Ja. Auch aus der Band? Nein. Nein. Nach Lacanau-Ossion. Licht. Licht. Mhm. Ah, da weiß ich, wer es ist. Ja. So, und der dritthäufigste Urlaubsort, und das ist eigentlich für mich ein bisschen überraschend. Griechenland. Griechenland. Griechenland, nach Griechenland fahren 3 Frauen und 4 Männer. Ja, aber getrennt. Ja. Ja. Macht überhaupt niemand aus dem Team bei uns gemeinsam Urlaub? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die beiden, also es machen 2 Leute in Kroatien Urlaub. Ja. Ein Mann und eine Frau. Ja, ist klar. Ja. Ja, ja, Susanna ist klar. Susanna? Aber ich weiß nicht, ob sie alleine fährt. Fährst du alleine, Susanna? Mit niemandem aus dem Team. Mit niemandem aus dem Team. Aber mit einem Mann. Ja. Kennen wir ihn? Raucht er? Ich rauche auch nicht mehr. Du rauchst nicht mehr? Nein. Seit wann? Also ich bin noch Gelegenheitsraucher, aber ich habe mir das normale Rauchen. Herr Bohl möchte auch aufhören zu rauchen. Ja. So, das war unsere Europakarte. Natürlich viele nach Spanien. Interessanterweise niemand nach Spanien auf das Festland. Ja? Und es fährt kein einziger nach Österreich. Es fährt keiner nach Österreich, aber auch das wird wiederkommen, habe ich jetzt gelesen. Österreich ist wieder schwer im Trend. Ja, Wellness. Wunderbar. Wunderbar. Es ist ein Traum. Ja? Ja, Österreich ist ja so wunderbar, so vielfältig, die Festspiele, Salzburg, Wien, dann die ganzen Alpen, die Steiermark, ein Traum, du bist sofort am Meer, es ist ein Wahnsinn, wunderbar, was passiert, der Niki holt dich. Viele Österreicher werden in Urlaub mit dem Satz, der Niki hat mich geholt. Das finde ich toll. Niki Lauda fliegt Österreicher, Auslandsösterreicher, wie es heißt, nach Hause, falls sie sich verletzen sollten im Urlaub. Sehr gut. Also irgendwie in eine Glasscherbe treten oder so. So, das war, haben wir das jetzt alles gesagt? Genau. Einer fährt nach Tschechien. Das könnte ich vielleicht. Fährt ein Mann oder eine Frau? Das ist ein Mann. Weißt du, wer das ist? Nein. Ein Mann fährt nach Tschechien. Komisch. Wie weit hinter die Grenze fährt er denn? Das weiß man nicht. Jetzt kommen wir zu unserer Weltkarte. Denn natürlich reisen auch viele unserer Teammitglieder in die weite Welt hinaus. 4 reisen in die USA. Ja. 3 Damen, 3 Herren, eine Dame. Dann
Ein Segeltörn habe ich noch vergessen, im Mittelmeer. Macht auch eine. Wer ist das denn? Weißt du das? Sitzt oben in der Regie. Oh. Das ist eine anonyme Umfrage. Segeltörn im Mittelmeer, nicht schlecht. Dann haben wir hier einer nach Brasilien, ein Herr. Ja, ich weiß ja, aber nicht wer. Das würde mich sehr interessieren. Brasilien, schönes Land, ich war leider nie da. Aber ich war in Österreich schon. Dann, eine Dame fährt nach China, ich weiß, wer das ist. Ich auch. Aber ich sag's nicht. Nee. Es ist anonym. Mauer, also chinesische Mauer und ich glaube Seitenstraße und so zwei Wochen. Eigentlich zwei bisschen, Wochen nach ja, China. Eigentlich ein bisschen kurz, aber ja, um mal erste Eindrücke zu kriegen. China und Singapur, Thailand, Malaysia. Eine Frau, wer ist das denn? Arbeitet im weitesten Sinne in der Redaktion. Im weitesten Sinn in der Redaktion? Also nicht in der Gästeredaktion. In der Online-Redaktion. Ach so. Oh! Ja, so, Singapur, Malaysia, alleine nein. Wahrscheinlich mit ihrem Mann. Ja, klar. Ja, denn für Frauen, ich meine, ja, wieso? Ja, ist das eine Gegend, die für Frauen eher gefährlich ist oder nicht? Na klar. Singapur. Ja. Obwohl, Singapur ist sehr sicher, aber man weiß nie in Singapur. In Singapur ist es, glaube ich, zum Beispiel verboten, sich zu schneuzen auf der Straße. Echt? Ja, ist man da nicht schnell auch mal mit der Polizei so im Konflikt? Wenn man, ich habe mal gehört, wenn man einen Zigarettenstummel in Singapur wegwirft, kriegt man gleich Schwierigkeiten. Ist das da mehr mit Sauberkeit oder mehr mit Drogen? Mehr mit Sauberkeit. Okay. Sauberkeit, überhaupt keine Drogen. Also Drogen ist da unten ganz, ganz unangenehm. Da war doch jetzt dieser Prozess mit dieser Klar. Frau. Ja, war das da? Weiß nicht. Ich auch nicht. So, ja, es war ungefähr da. Malaysia, Singapur, haben wir alles. Das heißt aber, der Großteil bleibt doch hier. Ja, ja. Und zwar die meisten machen auch nicht Urlaub in Deutschland jetzt im Sinne von Urlaub. Sondern? Bleiben wieder Kanzler zu Hause. Wie, sie bleiben überhaupt zu Hause? Sie bleiben überhaupt zu Hause. Also 29 von den 32 fahren vielleicht mal, das ist ja kein Urlaub, so jetzt die Eltern im Schwarzwald besuchen. Ja, das ist ja wirklich kein Urlaub. Nee, also das ist ja... Wie, 29 unserer Mitarbeiter bleiben überhaupt zu Hause? Ja, also nur drei von den 32 fahren jetzt so, ich mache jetzt mal Urlaub an der Nordsee. Und die anderen 29 bleiben zu Hause. Ist ja doch auch am schönsten. Ja. Man liest ein gutes Buch. Eben. Ja. Trifft Freunde. Trifft Freunde. Geht ins Kino. Holt sich nichts. Ja. Das ist ideal. Ich möchte noch wissen, wer das ist nach Brasilien. Das soll ich es in Erfahrung bringen? Nein, nicht jetzt. Wir müssen rausforschen. Wir müssen umschreiben. Okay. Weißt du es, Susanne? Nein, du weißt es auch nicht. So, jetzt räume ich mal die Karten weg. Jetzt wird hier aufgeräumt, meine Damen und Herren. Denn jetzt ist das Rock'n'Roll, ja. Ja. Ja, absolut. Jetzt bricht der Rock'n'Roll, eine Ikone des Rock'n'Roll, bei uns zu Gast. Ich räume mal auf. Das sieht ja aus hier. Ja, eben. Kommt einmal Herr Boje und dann sieht das so aus hier. Mit die Schälchen weg. Das irritiert ja, weil er kennt das ja auch gar nicht bei uns so, wie das so ist. Diese ganzen Schabernack und Scherze, das ist schon mal seine Platte. Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist eine Klasse für sich, meine Damen und Herren.